Oh, jetzt krabbelt's im Hals. Und hallo und herzlich. Oh, scheiße. Willkommen zu einer weiteren Folge von. Na, ich muss unten lang. Glaube ich. Kann das sein? Nee, ich muss da hinten hin. Von Shadow of the Tomb Raider mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Kann sich hier mit den Leuten unterhalten? Da fehlt mir das Werkzeug. Ich weiß nicht, wo man das kriegt. Verstärkte Messer und diese ganzen Dinge. Zeigt er, merkt er sich das denn überhaupt hier? Was ist das? Mission verfügbar? Was ist das? Na, wir gehen jetzt erstmal eben hinterher. Da ist eine Stele. Ah, nein. Lesen. Ich verstehe es nicht. Es ist fast wie kreolisch. Nix. Ja, ist ja gut. Was ist das da drin? Oh, da ist was. Dann wollen wir ja mal reingucken. Patolli ist angeblich eines der ältesten Spiele in Amerika, das von allen gesellschaftlichen Schichten gespielt wurde. Nicht selten setzten die Spieler in einer einzigen Runde all ihre weltlichen Besitztümer, von Decken und kostbaren Steinen über Häuser bis hin zur Freiheit ihrer Familie. Makui Shotshitl, der Gott der Kunst und Spiele, galt als aktiver Teilnehmer an diesem Spiel und war dafür verantwortlich, den Gewinner mit Opfergaben zu beschenken. Unglaublich, was sie alles für ein simples Spiel riskiert haben. Manche Dinge ändern sich nie. Stimmt. Dietriche haben wir nicht. Ist die Schatztruhe jetzt wenigstens auf der Karte, ja. Ich habe hier auch noch keine Schnellreise. Viel los heute. Kukulkan hat zwar Wohlstand versprochen, aber viele bringen eigene Opfer. Damit kann ich auch reden. Unuratu und ihre Rebellen sind die wahren Kinder von Paititi, wenn du mich fragst. Ich bin nicht der Einzige, der so denkt, aber anscheinend der Einzige, der es offen ausspricht. Die Säuberung steht bevor und Unuratus Linie sollte Kukulkan opfern, um die Sonne wiederherzustellen, nicht andersherum. Aber solche Gedanken bringen Leute rasch ins Grab. Kein Wunder, dass sie nicht äußern. Mhm. Ach, da ist er. Wo ist meine Mutter? Sie vermittelt zwischen den Wachen und Hakan. Wie ist es außerhalb von Paititi? Naja, da gibt es viel. Die Welt ist sehr groß. Größer als Paititi? Größer als 100 Paititis. Was? Bringst du mich dahin? Da hat deine Mutter auch noch etwas mitzureden. Was du suchst, ist dort drin. Woran erkenne ich die richtige Kammer? Am Geruch des Todes. Falls du überlebst, kannst du über das alte Bewässerungssystem zurückfinden. Wir sehen uns dort.
Sei vorsichtig. Der Kult hat Patrouillen. Mhm. Wir müssen da durch. Der Mann nichts wie rein. Ich denke mal, ich kann mich dann danach noch hier unter bewegen. Hier haben wir schon mal was. Die zunehmende Bevölkerungszahl und kurzsichtigen Planungen bescherten der Ansiedlung etliche Probleme. Bauern rodeten den Dschungel, um die fruchtbaren Flussufer für den Anbau zu nutzen, was bei den ersten starken Regenfällen zu verheerenden Überflutungen führte. Die Jäger erlegten zu viel Wild und mussten deshalb immer weitere Wege in Kauf nehmen, um Fleisch zu beschaffen. Verschiedene Gruppen, die über die Kontrolle über die Ansiedlung stritten, führten oft heftige Debatten darüber, wie diese Probleme am besten zu lösen wären. Ja, weiß ich nicht, warum sie das macht. Ich muss ja drücken. Voll. Ich konnte noch nichts davon verwenden, ne? Ist nichts zum Abschießen. Hm. Alles voll. Das war bestimmt mal eine beeindruckende Waffe. Sie muss unglaublich oft benutzt worden sein, um sich in einem solchen Zustand zu befinden. Das muss wieder da. Und wenn die Blutflecken Rückschlüsse zulassen, war es auch so. Alles klar. Ich muss wieder schwingen. Hops. Brauche ich auch nicht. Noch mehr umsehen sollen. Oh je. Gut, da ist ein Lager. Endlich. Ich glaube, nichts hätte mich auf Paititi vorbereiten können. Die Menschen, ihre Geschichte, was sie erlebt haben und wo sie heute stehen. Wenn man ihn so hört, Amaru, Dominguez, Kukulkan will nur Paititis Sicherheit. Aber ich weiß, was er dafür tut. So viel Tod und Grausamkeit. Ich muss ihn aufhalten. Mhm. Ach, scheiße. Wie viele Punkte haben wir? Ein. Ich wollte doch noch ein bisschen gucken. Ja, nicht da. Hier steht aber nur erhalten. Ich kann hier nichts weiter machen. Das haben wir alles hergestellt. Wir könnten hier noch verbessern. Ja, ist eigentlich sinnlos, aber... Das ist die mit dem Schalldämpfer, ne? Bisschen Material verbrauche und mir nicht immer gesagt bekomme. Da fehlt mir das Messer. Wo kriege ich das her? Verstärktes Messer mit Upgrade ist erforderlich, um dicke Seile zu durchschneiden. Ich habe doch Feuer! Kann's verbrennen! Dadurch. Ah, hier meine Karte.
Da wir nichts von Lopez gehört hatten, begannen einige unserer Anführer an ihm zu zweifeln. Unsere Gruppe wurde nach Süden geschickt, um der Sache nachzugehen. Nachdem wir nicht wussten, ob die Bewohner der Stadt Lopez bei seiner Ankunft getötet hatten, schickten wir die Einheimischen vor. Sie kehrten mit Berichten über die in der Stadt wütende Krankheit zurück. Ein Umstand, den wir zu unserem Vorteil nutzen werden. Was für eine Krankheit? Erstmal wieder leeren. Warte, der. Was für ein Gestank. Oh, stinkt das. Das muss der Ort sein, den Edsley meinte. Ach du Schande. Oh, hab ich mich ganz erschrocken. Ruhig, Lara. Ganz ruhig. Ich weiß wieder nicht, wo ich hin muss, weil man hier nichts sieht. Ach, da. Ist das widerlich. Ja. Hallo, ich würde mir... Ich kann nicht drehen. Wahrscheinlich muss ich hier hin. Warum macht sie das? Sie hat ihr komisches Licht nicht dabei, ne? Mal gern was sehen. Abseilen. Ja. Ach so. Soll ich da zu dem Käfig? Ich nehme mal an. Ja, kletter hoch. Nein. Oh, schon wieder. Okay, keine Hektik. Wie viele Menschen sind hier gestorben oder wurden hier? Was machen die denn da? Werfen sie... Mit X, ihre Hakenaxt, werden sie springen. Du schaffst es. Aha. Oh, das dauert einfach zu lange. In der Zwischenzeit bin ich hier schon dreimal abgestürzt. Und gestorben. Oh, da, guck dir das mal an. Rituelle Opfer. Ach so. Die töten da Menschen. Hier lang, okay. Scheiße. Wo soll ich denn jetzt hin? Hä? Spiel? Ach, da. Ich dachte an Seil. Ich weiß es doch nicht. Sie guckt doch dahin. Doch nicht da runter, oder was? Ach so. Nur nach unten. Na,
Doch hier runter. Oh, toll. Hä? Ich habe wohl keine Wahl. Ich wollte... Gott sei Dank sieht man das nicht alles. Jetzt ist Schluss. Ist das einer der Rebellen? Eure Abschlachterei hier. Es gibt irgendwo einen Zugang. Ja, ich sehe ihn schon. Jetzt ist Schluss. Da ist die Schlange. Eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich bin auf der richtigen Spur. Dadurch. Boah, ich schon zwei Sachen schießt mir gerade so durch den Kopf, die ich nicht wird habe. Immer stärker. Lara, wie läuft's? Jonah, hier ist noch eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich muss dicht dran sein. Ich rede mit Ucho über Tattoos. Über Tattoos? Ja, du hast doch Honoratus gesehen, oder? Es zeigt ein Reiher und eine Eklipse. Das könnte mit der Schatulle zusammenhängen. Glaube ich nicht. Ich guck grad. Ach so. Sieht aus, als wär's der einzige. Die Barriere muss verbrennen. Erstmal müssen wir sammeln. Was haben wir hier? Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Ja, machen wir gleich, Lara. Ist natürlich blöd, dass sie das denn immer sagt und in anderen Situationen schweigt sie. Und warum? Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Da ist so ein Ding. Ach, guck mal, da ist noch eine Kiste, die habe ich gar nicht gesehen. Was können wir hier machen? Was können wir hier machen? Ach, Öl. Voller Öl und Blut. Darauf habe ich gewartet. Ach so. So. Hä? Die Barriere ist unten. Ich muss weitergehen. Jetzt macht sie auf einmal Licht an. Da habe ich schon die ganze Zeit drauf gewartet. Ich denke mal nach unten. Mir deucht. Da ist die nächste. Ist das so eine Art Aderlasskammer? Eine Barriere. Das hatten wir ja gerade. Verdammt, es fließt zur falschen Stelle. Es müssen hunderte Opfer nötig gewesen sein, um diese Kanäle mit Blut zu füllen.
da kommt es. Lass mal los. So. Von da kommt es. Dann fließt es hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Und dann hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Jetzt müsste es stimmen. Mal gucken. Halt. Schimpft nicht. Na, nun geh ran. Gut. Und jetzt? Das kann ich doch nicht drehen hier. Doch. Das kann auch gedreht werden. Bloß wie? Zu schwer. Ich brauche mehr Drehmoment. Mehr Drehmoment. Das war nicht damit gemeint. Es war also immer noch nicht richtig. Oben ist was mit Drehen, aber na, da komme ich nicht ran. Warum kann ich nicht einfach einen Feuerpfeil nehmen? Ich brauche was mit Drehmoment. Irgendwie muss ich das zweite Rad drehen. Da oben. Warte. Ja, bloß, wie müssen wir das denn, wie muss es denn stehen? Ach so, ich muss da hinten hin. Ah, alles klar, ich muss den Kanal da. Warte mal. Mal gucken, was passiert. Wir gucken mal. Nein. Das ist alles nicht richtig. Wir müssen hier in den mittleren Gang. Der passt jetzt erstmal. Jetzt schneide ich erstmal das Kabel durch. So, jetzt müssen wir irgendwie in den mittleren Gang das rein explizieren. Nein. Das sieht nicht gut aus. Lass mal los. Mittlerer Gang. Da. Das sieht gut aus. Das Geruckel nicht, aber das sieht gut aus. So. Eine kleine Bestätigung wäre schön, aber ist halt so. Ja, und nächste Folge machen wir dann ein kleines Feuerchen, würde ich sagen. Ich danke mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.